Marc, komm schnell, der Zug fährt ab. Oh nein. Hallo und herzlich willkommen bei Malte und Marc Talk Malz aus der Puste heute. Haben wir gerade noch geschafft. Ach, moin Leute. Wir sind nämlich zu Fuß von McKellen zu Highland Park gelaufen, denn wir sind auf unserer Whisky-Reise Teil 3 und ihr habt beim letzten Mal abgestimmt, dass wir die dekadente Linie nach Glendronach 21 McKellen Amber jetzt verlassen sollen und nicht Portwood Finish, sondern Richtung Highland Park über die Fußbrücke auf unserer Map. Ach, guck mal, du hast noch gar keinen Whisky. Zack, zack. Ich habe mir erstmal selbst einen eingeschenkt, ne? Gehen sollen. Mach doch, schenk bitte dich. In der Zeit werde ich mal. Genau. Und wir haben jetzt Highland Park und bevor wieder alle abschalten, ihr seid wieder dran zu entscheiden, wie es weitergeht. Wir können die Fähre nehmen. Ja. Zu Bruichladdy. Und dann auch so ein bisschen die Inselregionen weiter abfahren. Oder wir gehen geografisch alles völlig inkorrekt. An der Küste nehmen die Küstenlinie rüber zu Jura. Also bitte in die Kommentare schreiben, was sollen wir als nächstes auf unserer Whisky-Reise verkosten? Bruichladdy oder Jura? Ja. Fähre oder am Strand? Ja. Bruichladdy oder Jura? So ist es. Aber das könnt ihr entscheiden und wir lassen das einfach ein bisschen laufen. Und dann, wenn wir das nächste Mal Videos drehen, schauen wir einfach, was abgestimmt wurde. Also bitte nochmal bei YouTube einfach unten einen Kommentar. Oder falls ihr keinen YouTube-Account, Google-Account habt oder was auch immer, dann schreibt mir bei Facebook. Oder was, wo ihr wollt. Wenn ihr es loswerden wollt, werdet ihr es bestimmt los. Und wir verkosten jetzt Highland Park. Eine der, wie viele Abfüllungen haben die? Zwei? Drei? Vier? Zig? Fünf? Zehn? Ja. Ja. Nee, den absoluten Standard. Highland Park, 12 Jahre. So, der fehlt nämlich noch auf dem Kanal und den sollte jeder mal probiert haben. Gut. Deswegen probieren wir ihn heute. Was fällt dir denn bei Highland Park ein? Außer sehr viele Abfüllungen. Sehr viele Abfüllungen, Marketing, wenig Zahlen, mehr Namen. Wikinger? Ja, natürlich. Ja, Wikinger. Auf der positiven Seite? Das war alles Gemecker. Ja, stimmt. Aber ja, es gibt ja ganz viele Fans von Highland Park, was ich auch verstehen kann. Also es ist ja auch, das ist jetzt kein schlechter Whisky. Also er ist ja gut produziert und gut gemacht. Also er schmeckt ja. Ach, das ist alles süß. Hör auf, Marc. Ich zieh hier gleich so eine alte Bühne. Genau, mit so einem Regenschirm. Ja. Ja, er ist ja auch lecker. Er ist ja auch lecker. Nerd. Ja. Also ich finde, Highland Park, habe ich ja gerade gesagt, 12 Jahre ist einer der Standards, die eigentlich jeder probiert haben sollte. Ja. Und es ist für sehr viele, glaube ich, auch so ein bisschen der Einstieg in leicht rauchige Whiskys. Mhm. Und wenn man Highland Park hört, da war schon der falsche Versprecher, dann auch häufig Heidekraut. Das gehört da so irgendwie mit rein. Ne? Ja. Was hast du in der Nase? Als erstes Heidekraut. Nein, eine leichte Süße, eine zarte Süße. Ja, sehr zurückhaltend. Ja, aber oh, schön. So was leicht Orangiges habe ich mit drin. Was mir gerade auffällt, mittlerweile sieht die Flasche anders aus. Ne? Die haben ja jetzt so dieses leicht nach außen geschwungene, sehr mit viel Relief. Der Inhalt ist aber der gleiche. Insofern macht euch jetzt keinen Kopf, dass die Flasche schon... Was da jetzt das Papieretikett ist auf den neuen Flaschen dann Schnörkeleien. Ja, und das Etikett ist, glaube ich, kleiner und der hat jetzt irgendwie einen Namen, Viking Pride, Viking Honor, was weiß ich was. Ist mir auch egal. Ich wollte nur lesen, was da auf dem Etikett von innen gedruckt ist. Ein Datum? Ein Datum, ja. Ja, also ich habe sowas leicht Zitrus, Orangiges.
Ja, stimmt. Ja, klar. Ach. Zitrus. Nein. Zitrus. Ja. Und hast du Rauch? Nee. Ich habe keinen Rauch. Mm-mm. Und wir haben nichts Rauchiges vorher getrunken. Ja. Hm. Ja, ein bisschen malzig, so eine leichte Süße mit drin. Das war's dann, oder? Mhm. Aber probieren. Ja. Okay. Slange. Slange. Spoiler, er ist doch rauchig. Also, wenn man ihn trinkt. Upsi. Schon. Oh ja, im Abgang hin. Mhm. Mhm. Oh, oh. Wo sind denn hier die Raucher? Was ist denn hier? Ist die Tapete schon immer so vergilbt gewesen? Und es baut sich aber schön auf. Mhm. Das ist so im Geschmack, ist er nicht rauchig. Nee. Er ist süß, genau. Und sehr angenehm und man könnte jetzt sagen, ein bisschen lasch, 40%. Ja. Aber alles okay, können wir gleich drüber hin. Und dann kommt so ein ganz bisschen. Ja. Und dann schluckst du es runter und dann ja. Macht das schon so ein bisschen auf. Ja, das stimmt. Das ist ganz toll. Ja, ja. Positiv. Ich sage nicht nur negative Sachen. Ja. Guck mal, und ich komme wieder mit dem Bildlichen und für mich ist das, für mich wäre es jetzt so rum, aber ich bin ja schlau, ich mache so, dann steigt der raus. Wie so eine leicht gebogene Kurve. Ja. Exponentiell, nur dass er nicht so weit kommt. Das ist vorbei. Weil der Abgang ist jetzt... Ist trotz seiner... ist er jetzt weg. Ziemlich. Ein ganz bisschen. Bisschen Zitrus, ne? Ein bisschen Heidekraut. Heidekraut, oh. Aber doch, so dieses leicht so ein bisschen... glimmende Zweige oder so, halt nicht so ein Baumstamm, sondern so was Feineres ist da schon da, ne? Und jetzt, wo du einen Schluck genommen hast, was sagt die Nase? Hast du da jetzt ein bisschen Rauch? Jetzt hat er gerade was gegessen, natürlich blödes Timing. Gegessen? Getrunken. Ich esse meinen Whisky. Ja, manche kauen den ja so. Oh, dann ist er würziger. Finde ich. Ja, das ist recht, ja. Die rauchigen Aromen kommen jetzt stärker raus. Dieses feine Zitrus habe ich jetzt weniger. Ich wollte gerade sagen, nasses Lagerfeuer ist ja immer so negativ notiert. Aber ich weiß, was du meinst, ja. Ja. Morgentau oder irgendwie sowas, wenn man es etwas mehr ins Positive... Nee, Also dieses ist ja jetzt nicht nur Morgentau, sondern Lagerfeuer mit so ein bisschen, ja. Und er kriegt so eine Kräuternote. Ein bisschen so wiesenmäßig, aber halt nicht eine feuchte, sondern sehr, wo die Sonne drauf scheint, wo es trocken ist. So ein bisschen dieses, ja, so Äste und so, was weiß ich was. Das ist sozusagen ein Tag im Schnelldurchlauf, vom Morgentau, Vormittag, Mittag, die Sonne geht auf, das trocknet alles, es wird warm. Ich nehme alles zurück, was ich eben über den gesagt habe, der ist ganz toll. Was du im Vorfeld gesagt hast, um ihn zu probieren. Ja. Aber wir sind auch sehr poetisch veranlagt gerade. Doch, der ist... Also ich habe es ja gleich gesagt. Okay. Das ist, es ist wirklich... Finde ich auch einfach zu Recht ein guter Standard. Ja. So. Was mich umso mehr ärgert, ist, warum bringen sie diese Wikinger-Serie und diesen ganzen anderen Kram? Mir sind jetzt 5 Sachen eingefallen, die ich alle nicht hätte sagen sollen. So. Warum werfen sie einen mit einer Literflasche Harald für 32 Euro zu? Und dann gibt es noch den Swain für 33 Euro, wo niemand weiß, was der Unterschied ist. Ja. Und dann gibt es noch dies und dann gibt es noch für den Travel Retail, dann gibt es da den Falken und den Bären und den... Der große Wagen. Ja, das verstehe ich nicht. Und dann, was gibt es jetzt noch? Valkyrie, Valhalla, Valbums und Valdings. Ja, gut. Das verstehe ich einfach nicht. Und das macht es so. Und der normale 18er kostet über 100 Euro. Ja, der ist nochmal wieder im Preis, also über Jahre weiter im Preis gestiegen. Das ist einfach noch wahnsinnig. Ja. Ja.
Und das im Grunde ärgert mich das, weil die Leute in der Brennerei, die den Whisky machen, die können dafür ja nichts, der dann vermarktet wird. Nee. Und die können es. Highland Park ist wirklich ein guter, wirklich guter Whisky. Und der 12er, finde ich, zeigt das eigentlich ganz schön. Mhm. So, und ich glaube, der ist auch... Wie immer haben wir die Preise nicht nachgeguckt, aber Anfang der 30er ist der noch. Der ist auch nicht so teuer. Ja, würde ich auch tippen. Ja. Also, wenn ihr vor der Wahl steht, kauft euch den und nicht die Literflasche von irgendeinem anderen, der ungefähr gleich viel kostet. Das macht keinen Sinn. So, der ist grundsolide. Guter Whisky. Wenn ihr mit rauchig noch nicht so viel zu tun hattet, würde ich echt sagen, der ist schön, um da sich mal ranzutasten. Mhm. Vielleicht nehmt ihr das dann anders wahr als wir. Vielleicht findet ihr den Rauch viel schneller und ein bisschen kräftiger und so. Ja, aber das ist schon ein guter Einstieg einfach in die Richtung. Mhm. Ja. Du magst ihn, ne? Ja. Ja. Zum Glück hast du dir noch was eingeschenkt. Sorry nochmal. Ich kann das alles aus dem Gedächtnis. Nee, der ist furchtbar, der ist schlimm. Nee. Mhm. Probieren. Mhm. Was aber noch viel wichtiger ist als probieren, ist erstens auf Abonnieren drücken. Ah. Unauffällige Werbung. Abonnieren, dann probieren. Genau, weil sonst klickt ihr daneben. Oh, schöner Reim. Schöner Reim. Und dann aber auch nochmal zum Abschluss ganz wichtig: unsere Reise geht weiter, aber wir stehen wieder an der Möglichkeit Jura oder Bruichladdich. Mhm. Was sollen wir als nächstes uns ins Glas geben? Bruichladdich, hast du ein Second Edition vom Tender? Ja. Ich hätte zu Hause noch was anderes von Bruichladdich. Von Jura hätte ich den 16er zu Hause. Mhm. Auf jeden Fall. Also, wir haben es da. Sagt einfach, was ihr haben wollt. Bruichladdich oder Jura, und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Mhm. Tschüss. Tschüss. Was haben wir diesmal? 12 Minuten.